Und da wären wir wieder. Heute wollen wir die zweite Nebenmission des fünften Aktes uns ansehen. Letzte war leider doch nur ein A-Rang. Muss ich nochmal reingucken irgendwann. Die geht aber sicherlich noch einen Tick schneller. Anscheinend braucht man ja nur die Kaserne zu erobern. Das hat ja irgendwie das Map-Ende dann getriggert. Heißt, man kann wahrscheinlich sogar die Dörfer größtenteils ignorieren. Mal sehen, Leute. Aber wie auch immer. Nun jedenfalls spielen wir mal Ryota. Bin ich sehr gespannt, wie sich das so anfühlen wird hier. Ein Blümchen zu rupfen. Ryota will eine seit langem offene Rechnung endlich begleichen. Na, das schreit doch nach Zetsch, oder? Na, selbstverständlich. Zetsch! Hab ich euch überrascht? Ihr scheint nachzulassen. Nachzulassen! Euer kennt das Menschlein Zetsch-Namen. Was? Ihr erinnert euch nicht einmal? Woran? Ihr habt die Grenzpatrouille von Himmelszang angegriffen und meine Soldaten getötet. Oh, Zetsch erinnert sich wieder. Eine köstliche Erinnerung. Ihr werdet für eure Vergehen mit eurem Leben bezahlen. Kann sein. Muss aber nicht sein. Wow. Ich bin fasziniert von deiner Argumentation. Dieses Mal entkommt ihr mir nicht, Zetsch. Zetsch ist ein Jäger, keine Beute. Der hübsche Soldat hat das wohl vergessen. Zetsch wird sein Gedächtnis auffrischen. Oha. Na gut, okay. Wir haben schon mal ein ganz ordentliches Team. Und wir haben mal die Himmelsang-Musik auf unserer Seite hier. Wunderbar. Na, dann besetzt doch gleich mal. Victory draws closer. Was hat er da eigentlich für Eisenstiefel? Das hört man auch so richtig. So tap, 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 tap. Geht er richtig ab, meine Güte. Ah, okay, ich sehe gerade. Wir sollten auf jeden Fall gleich mal den Wagen benutzen. Die Musik mag ich aber von Himmelsang. So, Wagen, runter mit dir. Und ihr solltet auch gleich an das Dorf rankommen. Bin ich relativ überzeugt davon. Sollt natürlich gucken, dass der Langbogenjäger auch bald mal an die Front kommt. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich freue mich drauf. Wird sicherlich eine ganz coole Mission. Die sieht zumindest vom Layout ganz spannend aus. Haben wir wieder diese Zweifach-Brücken-Situation. Das machen die auch ganz gerne, die Entwickler anscheinend. Aber nun gut. Oh, guckt mal, was die schon haben. Du meine Güte. Pack gleich mal die krassen Sachen aus, ne? Ja gut, mal gucken, wie lange du das hinbekommst. Krallen wir uns unsere erste Kaserne. Dann darf es auch mal richtig losgehen hier. Du kommst bitte auch möglichst schnell an die Front. Ich würde mal sagen, wir lassen mal Ryota einsteigen. Denn der an der Front ist, sollte nicht so viel passieren können erstmal. Und wir haben noch genug Einheiten, die wirklich schnell nachziehen können. Da glaube ich weniger das Problem haben. Langbogenjäger halt, ist immer so ein bisschen das Problem. Die sind schon sehr zäh. Und die erste Flugeinheit wurde auch schon gebaut. Aber ich würde sagen, wir nehmen ruhig mal das Dorf direkt schon mal ein. Er kommt zwar von beiden Seiten dran, aber es bedeutet eventuell auch, dass wir ein bisschen was zu lachen haben erstmal hier, wenn er sich mal wieder mit dem Kommandanten anlegen möchte. Daran sollte er nämlich scheitern, im Idealfall natürlich. Genau, ruhig mal dich mit an die Front bringen, auch das ist sinnvoll. Alles klar. Muss mal kurz gucken. Ah, ja, du kommst auch mal mit rüber. Und natürlich auch unser weiterer Fußsoldat hier. Mal sehen, wer dann in den Wagen einsteigen darf als nächstes. Aber so oder so glaube ich, dass wir da ganz gut erstmal problemlos durchkommen sollten. Wir werden sehen. Hat sich der Golem gar nicht bewegt oben? Nö, anscheinend nicht. Das ist wahrscheinlich nur zur Verteidigung, was er da aufgebaut hat. Aber nun gut. Dann lass doch mal sehen. Was stellen wir da noch an die Front, Jetzt haben wir natürlich wieder einen Wagen. Das heißt, wir könnten Pikeniere ausbauen. Ohne Probleme. Und bisher sieht es eigentlich von den Einheitentypen sehr stabil aus. Mache ich mir jetzt relativ wenig Gedanken. Wagen kann natürlich auch immer ganz gut zum Ködern eingesetzt werden, auch das ist klar.
Ja, holen wir uns ruhig mal die Ibis-Wächter, wie sie ja heißen. Auf dieser Seite. 1, 2, 3, 4, alles klar. Genau. Kommandant darf ruhig erstmal ein bisschen ausrasten, das ist völlig in Ordnung. Langbogenjäger machen dem ja eh nicht viel Schaden. Oh ja, tobt euch aus. Mal sehen, wie lang ihr da durchhaltet. Ja, kommt doch verdammt viel jetzt durch, ja. Schon ein bisschen heikler, als ich dachte. Kannst du ihn direkt umboxen? Ja, kann er. Das wäre ganz praktisch, glaube ich sogar. Mhm, ich glaube, das machen wir auch, oder? Die Balliste ist ja weit genug weg, da wird uns nichts passieren. Aber für die anderen Leute, wenn die jetzt gleich nachziehen, ist so ein Langbogenjäger ein bisschen schlechter. Wie sieht's denn mit deinem Groove aus? 60% inzwischen, das ist doch gut. Da geht auf jeden Fall was. Ja, du kannst ruhig mal einsteigen. Packen wir gleich noch einen weiteren Pikenier mit dazu. Dann läuft die Sache auf jeden Fall. Ah ja, wir kommen auch da schon runter. Ich glaube, da sollten wir uns auch ein bisschen austoben. Schön mal alles besetzen. Sehr schön, dann gehört uns endlich mal alles hier. Auch wenn das Dorf natürlich gleich wieder weg sein wird, aber das ist nicht so schlimm. An und für sich. Gut, da kommt jetzt niemand mehr weit genug. Das haben wir ganz gut unter Kontrolle also. Da sollte theoretisch eigentlich auch nicht so viel passieren können, wenn wir jetzt schon mal den Pikenier dahinstellen. An und für sich. Kommst du eigentlich? Nee, schade. Das wäre perfekt gewesen. Aber ist halb so wild. Ist halt nur der Langbogenjäger, der so ein bisschen sehr zäh gerade hinterherkommt. Weil du wirst auch nur eine Angriffsfläche haben. Das heißt, wir könnten dir jetzt auch noch den Typen einfach mal nach oben stellen. Nicht unbedingt so schlecht. Wenn er jetzt sich entscheidet, hier hinzugehen, haben wir mehr als genug Einheiten, die ihn aufhalten können direkt. Und die kommen maximal bis zu diesem Dorf hier. Können wir eigentlich eine Heilung schon reinlegen? Nee, die ist immer so doch recht begrenzt. Muss ich mir mal merken, den Radius in Zukunft. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, du kommst noch mit runter. Und natürlich der Langbogenjäger. Alles klar. So. Die alten Matschkläffer. Aber die haben nicht so viel zu reden hier. Puh, auch wenn das schon verdammt knapp ist. Wir müssen dann vorsichtig sein. Haarscharf, kalkulierter. Meine Güte. Ich glaube, der Groove könnte danach ready sein. Das könnte tatsächlich funktionieren. Nope, das ist bei 87%. Schade. Wäre aber cool gewesen. Naja, egal. Balliste hingegen, die wird schon richtig happig jetzt. Vorsicht. 60%, ha? Gucken wir mal, dass wir Ryota irgendwie doch noch daneben bekommen. Das wäre natürlich ideal. Pikenier hatte bisher nicht wirklich irgendwas zum Angreifen. Aber wie gesagt, die Balliste ist ein großes Problem. Da muss ich definitiv was tun. Aber gut, Ryota kriegen wir da auf jeden Fall wieder weg. Das sollte nicht das Problem darstellen. Kann ich dich da nach oben stellen? Ja, das geht tatsächlich noch. Sehr gut. Dann müssen wir nämlich erst das Dorf clearen. Das wäre tatsächlich sehr, sehr gut. Na, da waren wir jetzt noch ein bisschen, haben ein bisschen auf Risk gespielt natürlich, klar. Aber scheint sich doch gelohnt zu haben. Und der kommt wirklich nicht so weit. Ja, theoretisch könnte ich, glaube ich, hier ganz gut clearen auch. Muss halt mal gucken, dass ich so ein bisschen mit Healing jetzt arbeite. Wenn ich das mache. Aber solange ich bei dir draußen bin, müsste das eigentlich echt gehen. Wir haben ja 900 Gold, das können wir durchaus auch darin investieren. Der wird natürlich gleich das Dorf angreifen. Aber wartet mal, wenn ich jetzt besetze, dann werde ich natürlich relativ wenig davon haben. Vielleicht doch erstmal dahin gehen, dass wir zumindest critten können mit einem. Den wir jetzt dann daneben stellen. Na, ist auch nicht unbedingt ideal. Hier unten wird es aber, glaube ich, gehen. Wir müssen nämlich weg von dieser Balliste, das ist wichtig. Genau, ich glaube, das machen wir ruhig so. Oder steigen wir sogar ein und bringen mal kurz raus. Jetzt haben wir doch ganz gute Optionen gerade. Wird ein bisschen spannender. Aber hier könnte ich halt mit einem Crit dann direkt zerlegen. Wobei das hier halt sehr risky ist. Einfach nur, weil halt der hier leider recht weit kommt. Das ist gerade echt ein Problem. Wobei die Balliste ja nicht so viel Schaden macht eigentlich. Bei den Magiern wäre es noch ein bisschen kritischer. Da wäre es echt ein Problem. Aber so, ja. Ich meine, die werden mich jetzt nicht unbedingt umboxen können, ne? Das passt schon so. Wie gesagt, der kommt da ja nicht hin. Ich würde auch sagen, dann warten wir eher mal hier. Einfach, dass wir halt von der Seite jetzt mal reinkritten können. Genau.
Dann lässt sich das hier nämlich auch erstmal erledigen, so ganz nebenbei. Relativ lässig. Wir stehen da sogar im Wald, also auch da. Ganz gut abgesichert erstmal. Ich glaube, bei den Pikenieren, das ist nur das Problem, die kommen jetzt auch relativ weit, ne, ja. Ja, aber guck mal, alleine hier, ne, da sind wir auch ganz gut eigentlich abgesichert schon mal. Da kommt ja jetzt erstmal keiner hin und wenn ich jetzt Ryota hier zusammen mit dem Wagen einfach nur heile, dann sollte das eigentlich passen. Hier mal kurz das Dorf nochmal besetzen und gleich ist die Front ja auch wieder gedeckt eben. Also das wird schon, da bin ich überzeugt davon. Genau, schon sind wir wieder eigentlich ganz fit. Gibt relativ wenig dran auszusetzen. Das war ein sinnvoll platzierter Heal und wir pushen doch schon mal ganz gut, muss ich sagen. Ah ja, guckt mal, wir können ja sogar ein Rio bauen inzwischen. Krass. Sollten wir vielleicht auch irgendwo mal machen. Guckt mal. An Flugeinheiten hat er bisher doch eher gespart. Boah, und selbst wenn, ne? Ein paar Magier mit hingestellt und fertig. Kontrollieren doch recht viele Dörfer. Ich hoffe nur, er geht jetzt nicht dahinter. Das wäre ein bisschen nervig. Wir haben ja keine Festungen. Diese Mission ist ganz praktisch. Das heißt, da kann uns nichts zu Bruch gehen. Den Wagen werde ich auch nochmal drin lassen. Einfach nur, dass wir da ein bisschen kontrollieren können, eventuell noch. Wir kriegen jetzt gerade pro Runde 100, 200, 300, 400, 500 Gold, sehe ich das richtig? Ja, wir brauchen noch ein bisschen bis zu dem Rio, aber nicht sonderlich lange. Ich baue uns noch einen einzigen Sturmbär. Ich glaube, das reicht dann aber auch, ja. Mal sehen, was da jetzt alles passiert. Och ja, ist ja putzig. Probier ruhig dein Glück. Oh, natürlich hat er den Highroll bekommen, was auch sonst. Ich krieg den normalerweise nicht. Yay. Ah ja, die greifen jetzt alle den Wagen an. Boah. Viel Schaden machen die ja nicht gerade. Passt also. Wir konnten die Balliste hier ziemlich beschädigen, aber Vorsicht. Was wir auf jeden Fall machen, ist ganz klar, da oben müssen wir definitiv den Aeronauten erledigen. So. Auch so ein bisschen hier die Kontrolle wahren, so gut es geht, aber im Endeffekt ist das relativ unproblematisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, du wirst auf jeden Fall hier nicht quitten können. Das ist schon mal ganz gut. Das nimmt uns schon mal so ein bisschen Ärger raus. Warte mal, wenn ich mich jetzt da hinstelle. Nee. Sind wir auch noch ein Feld weit weg. Das ist gut. So. Das kleine Vieh hier muss auch noch erledigt werden. Natürlich will ich mich jetzt nicht in Quit Range begeben. Aber wir können das ja auch so machen, oder? Du kommst ja trotzdem noch zum Dorf, wunderbar. Ja, dann machen wir das so. Besetzen. Kommt nicht sogar der Langbogenjäger hin? Ja, Tatsache. Natürlich noch ein bisschen besser. Immer schön aggressiv bleiben hier, ne? Und dagegen halten. Das lohnt sich gerade. Du kommst jetzt auch nicht gerade weit. Würde aber sagen, wir legen noch mal kurz Healing rein. Ganz genau, so sieht das doch gut aus. Ich glaube, du kommst, oh doch, du kommst sogar hin. Wenn auch nur mit 41%, da sollten wir noch ein bisschen vorsichtig sein. Da tut sich doch ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Vorsicht. Ja, wenn ich jetzt die Balliste angreife, mache ich natürlich gleich mal 90%. Das schaltet ihn schon fast aus. Das Problem wäre natürlich dann automatisch, dass der hier dagegen halten kann. Aber eventuell kann ich auch meinen Kommandanten entsprechend schützen. Lasst mal sehen. Wenn ich jetzt da mit dem Wagen arbeite, könnte das sogar hinhauen. Dass wir noch ein bisschen was daneben stellen. Oder ich stelle den Kommandanten halt dahin. Ah ne, aber ich kann nicht direkt quitten, das wird nicht funktionieren. Ha, schwere Entscheidung gerade. Ich glaube echt, ich gehe auf die Balliste los. Ich glaube, das ist es echt wert. Dann muss ich der Rest jetzt nämlich keine Gedanken mehr machen. Die schaffen das dann schon. Solange jetzt nicht das Quitten anfängt, passt ja auch alles, denke ich. Nur gucken, dass er nicht den maximalen Radius ausschöpft. Das wäre dann hier gegeben erst.
Wenn jetzt aber jemand daneben steht, wirst du das nicht unbedingt hinbekommen. Alles klar. Gut, wenn er jetzt im Wasser steht, ist das natürlich auch nicht unbedingt so schlecht. Groove ist fast ready, wäre er danach garantiert. Dann können wir den mal einsetzen. Der sollte uns ja nicht unbedingt umboxen können. Und der Rest kommt eh nicht weit genug. Du bist bei 1, das sollte er eigentlich nicht schaffen. Let's go. Sehr aggressive Spielweise. Aber wenn es hilft, dann hilft's. Ja, da ist auch schon der Groove. Mal gucken, ihr seid jetzt bei minus 2 immerhin. Das wollte ich ja auch. Boah. Also macht er ein bisschen mehr Schaden zumindest. Und der steht jetzt sehr ungünstig. Oh, jetzt kommen die natürlich selbst mit sowas. Na, ganz, ganz klasse. Ja, es haut auch richtig rein. Muss man vorsichtig sein. Aber natürlich, ne, auf den Kommandanten gehen sie wieder alle. Das ist natürlich ideal. So, wie genau funktioniert der jetzt nochmal? Wir gucken uns den mal an. Noch nie eingesetzt, das wird spannend. Klingensturm. Das heißt, ich kann hier einfach so einen Pfad quasi einzeichnen. 45% des höchstmöglichen Schadens. Das ist schon ziemlich gut. Kann ich jetzt hier schon loslegen? Nee, hä? Wie funktioniert denn das? Verstehe ich jetzt nicht, hä? Wird mal wieder nicht richtig erklärt. Stürmt durch eine Gruppe von Gegnern. Ich wähle mehrere Positionen quasi. Aber geht das nur, wenn Gegner nebeneinander stehen oder was? Weil dann wäre das ja gar nicht so gut, wie ich dachte. Wenn die gegnerischen Einheiten entsprechend positioniert sind, ja. Dann ist das also quasi Quatsch gerade. Wow. Toll. Na super. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Egal, wir greifen hier mal an. Und werden das sicherlich auch noch irgendwie meistern. Ich finde das gerade trotzdem irgendwie ein bisschen schwach, muss ich sagen. Hätte mir mehr erhofft. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Wir stehen alle so ungünstig gerade mal wieder. Au Backe, meine Güte. Und selbst mit einem Crit wirst du wahrscheinlich hier ziemlich zu kämpfen haben. Du machst nur 4%, aber das lässt sich leicht ändern. Naja, was heißt leicht ändern? Ich hätte ganz gerne ihn dann wenigstens drin. Ugh, das ist ja alles mal wieder absolut schrecklich. Katastrophe. Absolute Katastrophe gerade. Niemand ist eingestiegen bisher. Und wir brauchen hier auch zu lange. Na, ganz toll. Ich dachte halt wirklich, der kann irgendwie einem Pfad dann einfach zeichnen, dass er halt hier eins so durchgeht. Aber anscheinend müssen die alle nebeneinander stehen. Was den Groove sehr viel schlechter macht. Das ist sogar ziemlich enttäuschend gerade. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dann ist er ja wirklich eher einer der schlechteren Grooves, die da mal. Schade. Ja, man sieht das ja hier im Beispiel. Die müssen nebeneinander stehen, sonst geht's nicht. Ich meine, das ist natürlich dann wirklich nur in ganz wenigen Situationen praktisch. Da finde ich auch Kochis Groove besser, natürlich. Der ist sowieso recht mächtig dann. Wo du halt die Bomben wenigstens steuern kannst. Das macht natürlich massiv viel aus, aber das hier ist halt wirklich. Wenn ich so eine Positioning-Bedingung habe, wo die wirklich nebeneinander stehen müssen, ist das halt sehr einschränkend. Könnte ruhig zumindest so sein, dass sie halt im Zweierradius dann aufgestellt werden. Dann wäre das ja noch irgendwo vertretbar. Aber so habe ich da schlichtweg nichts davon im Prinzip, ne? Das ist jetzt ziemlich doof gerade. Wirklich ein bisschen enttäuschend. Ich meine, ich kann den Groove jetzt dann, naja gut, ich werde ihn wahrscheinlich oben einsetzen, weil da machst du eh nicht so viel Schaden. Ah, ich hätte mir das sparen können, jetzt so sehr aggressiv auf Groove-Aufladung zu gehen. Sag mal, das hier kriegen wir ja trotzdem jetzt nicht hin, ne? Weil ich kann ja nicht Reiter und Ryota gleichzeitig heilen. Das wird ja trotzdem nicht funktionieren. Fällt mir gerade nur so nebenbei noch auf. Ich wollte aber jetzt allmählich auch mal einen Ryo bauen und das wird dann auch scheitern. Oh, wenn ich jetzt heile. Habe aber fast keine andere Wahl mehr. Eigentlich lohnt es sich mehr, den Reiter hier zu aktivieren, glaube ich. Oder? Weil dann kann ich mit dem anderen wenigstens critten. Aber Ryota ist schon ganz schön angeschwächt. Ja, das gibt es nicht. Die stehen so ungünstig, ne? Das ist so ungefähr... Das ist genau die Formation, die du nicht haben willst für den Groove. Sonst würde ich den jetzt spammen, aber nö. Geht nicht. Leute, wir haben ein kleines Problem. Hier geht nichts mehr. Hier geht absolut gar nichts. Und ich will eigentlich auch nicht zu viel Geld rausschleudern.
da wir gerade genug bekommen sollten, dass wir uns den leisten können zumindest, genau. Ich glaube, wir sind dann auf 1,3, oder? Deswegen will ich eigentlich keine Heals verschwenden jetzt gerade. Aber ich muss irgendwas tun, weil sonst sind wir hier geliefert. 4%, wirklich. Das ist so ärgerlich gerade. Es ist so ultra ärgerlich. Jetzt genauso angeschwächt, wie ich ungern angeschwächt wäre in der Situation. Oder kann ich den Pfad so zeichnen? Jetzt wartet mal. Jetzt müssen wir es mal testen. Dann testet es bitte andersrum, ja, weil wenn jemand Schaden bekommen sollte, dann der Typ. Ah, nee, es geht doch so. Okay, ne, dann ist alles in Ordnung. Da ist er doch ganz gut. Ah, okay. Na, dann passt doch alles. Bin ich doch ganz zufrieden. Gut, dann haben wir die Sache geklärt. Jetzt könnt ihr natürlich ein Heilkreuz reinlegen, ja. Den machen wir eh schon genug Schaden. Ich glaube, es reicht auch. Ich glaube nicht, dass Ryota hier noch umkommen kann so leicht. Das sollte eigentlich nicht mehr möglich sein, ja. Okay, dann ist wirklich alles in Ordnung. Bin ich doch ganz zufrieden. Aber ich wollte jetzt wirklich selbst mal ein Rio bauen und dann können wir natürlich entsprechend ausrasten. Viel hat Zetsch ja eh nicht mehr zu bieten. Genau, gehen wir ruhig auf den Rückzug kurz. Taktischer Rückzug. Ja, ich weiß aber nicht, ne? Ja, doch 43. Ich glaube schon, dass das reicht. Nicht zu misstrauisch sein wiederum. Nachher auch noch eine ganz andere Sache. Ich glaube, es wäre gar nicht mal schlecht, wenn ich das Ganze so organisiere. Ich meine, dieser Ryo wird auch bald kommen. Bin ich im Wald noch sicher? Verdammt. Gerade so nicht, nee. Ich kann ihm aber den Weg entsprechend abschneiden. Dann wird er hier halt zum Opfer. Das ist aber in Ordnung. Genauso ist der Wald nämlich sicher. Und da würde ich mich jetzt ganz gerne mal reinstellen. Alles klar, Leute. Gut, dann sollte die Sache wieder passen einigermaßen. Hoffe ich mal. So noch auf meine Sturmbären da oben aufpassen. Aber auch das kriegen wir hin. Ich kann auch hier nochmal die Brücke versperren. Alles klar. Gut, wir sparen erstmal Geld auf, habe ich ja gemeint. Weil dann kann ich mit so einem Drachen ein bisschen ausrasten. Das ist dann schon in Ordnung. Ja. Wie gesagt, weit davon entfernt, da wirklich viel Schaden anzurichten. Leider haben wir jetzt hier ein großes Problem. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hat sich doch etwas ungeschickt gerade alles aufgestellt. Kommst du drumrum? Nee, du kommst natürlich auch nicht drumrum jetzt. Ist aber halb so wild. Hier können wir sogar critten kurz. Alles klar. So, dann müssen wir unseren Kommandanten wegstellen. Das wird ein Problem. Es ist sogar unmöglich, ihn wegzustellen. Aber der Golem kommt nicht weit genug. Wir können ihn durchaus schützen. Kein Thema. No? Alles klar. Gut. Wenigstens eine Sache, die stimmt. Sag mal, das ist doch so abartig, ne? Das ist schon dezent lächerlich, wie ich finde. Ja, mal gucken, für was das sich dann entscheidet. Ja. Hab eh keine große Wahl. Muss mal gucken. Selbst wenn, die werden immer noch ganz guten Schaden machen mit unserer Flugabwehr. Das ist kein Problem. Ich glaube, da können wir ganz gut dagegen halten, ja. Jetzt bauen wir mal unseren eigenen Drachen. Endlich mal, Leute. Die Windeule ist ja auch witzig, aber raus damit. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt ist Party angesagt. Ah ja, sieh mal einer an. Auf euch, hä? Was? Das reicht auch durchaus direkt aus? Das wusste ich nicht. Mit links. Monster. Seid ein Monster. Bereut der hübsche Junge diesen Kampf schon? Hat er die Absicht zu fliehen? Niemals. Das wird jetzt hässlich, Leute. Das wird jetzt richtig hässlich. Viel Spaß da dagegen zu halten. Gott, oh Gott.
Aber trotzdem machen wir doch massiven Schaden, ja. Ist trotzdem ziemlich gut. Und ich vergesse, wir haben jetzt unseren eigenen Drachen auch dabei. Das sollte die Sache auch etwas entspannter machen. Boah, ich glaube auch, wir können da ganz gut dagegen halten, oder? Leider habe ich halt hier einen sehr angeschwächten Typen jetzt rumstehen. Könnte auch ein bisschen optimaler sein, aber egal. Ah ne, du wirst sogar direkt angreifen können, ne? 20% schon mal. Boah, und dann halt die 85, richtig. Boah, das geht eigentlich voll klar. Kann man ja trotzdem noch machen. Kein Problem. Jetzt ist er natürlich fast kaputt. Alles klar. Boah, aber wir können dann zumindest critten, immerhin eine Sache. Ja, brauchen wir noch ein bisschen Geduld an der Stelle, aber es ist kein Thema. Auch das werden wir hinbekommen. Gott, 23 Damage erstmal. Naja, was will ich machen? Ist halt eine schmerzhafte Angelegenheit. War noch nie anders. Dafür kommt allmählich unser Drache an die Front. Kommst du überhaupt noch drum rum? Ja, leider schon. Aber niemand... Doch, du kommst natürlich noch darunter. Ugh. Aber auch das können wir hinbekommen. Leider kann ich kein Kreuz hochlegen, dass jetzt beide ihn angreifen könnten. Das ist auch ein bisschen schlecht. Aber trotzdem, Moment mal. Ich sollte mich vielleicht nicht unbedingt dahin stellen, aber egal, der kommt eh weit genug. Ha. Aber danach kann unser Drache sowieso kurz einen Prozess machen, also kein Grund zur Panik. Das kriegen wir trotzdem hin. Alles klar. Hm. Könnte aber wirklich ein bisschen mehr Schaden sein. Frag mich gerade, ob sich das lohnt mit dem Kreuz hier. Ja, pass mal auf, wir machen das mal. Verluste ein bisschen niedriger halten und immerhin 28% nochmal reinkloppen. Ist nicht super schlecht. Geht auf jeden Fall schlimmer. Es war doch so, dass die nicht mal einen Wagen zerschießen können an und für sich, ne? Das kriegen die nicht direkt hin, glaube ich. Ja, da war was. Puh, der würde auch nicht mehr direkt abkratzen. Du würdest zwar ganz guten Schaden abbekommen, aber auch das reicht an und für sich nicht unbedingt aus. Okay, gut zu wissen. Mit dem Wagen sollte man ein bisschen vorsichtiger sein, aber ich könnte dir auch noch eine Infanterie davor stellen. Natürlich genauso, da kommt er eh nicht drum rum. Ich will einfach mal kurz Ryota da reinstellen lassen. Ist eigentlich ganz in Ordnung. Genau, das würde ich halt hier hinstellen. Passt, kann man machen. Puh, alles klar. Ja, müssen wir ihn wohl doch noch gar erledigen mit einem Rio. Ist aber nicht so wild. Ja, hier geht auch einiges ab gerade. Ätzend. Aber lange können die auch nicht mehr dagegen halten ab jetzt. Oh, come on. Wirklich ein Feld zu weit. Ich hasse die KI im Spiel manchmal so sehr. Manchmal weiß er einfach genau, wie man frustriert sein kann. Ätzend. Okay, du kommst da sowieso nicht hin und ich meine, das hier ist... Was? Reicht nicht direkt aus? Na, egal. Bist ja auch nicht auf der Straße. Aber weit sollte er trotzdem nicht kommen. Eigentlich können wir da ein bisschen warten erstmal. Mensch, ich komme hier sowieso nicht direkt rein. Ist das ätzend. Wir stellen uns mal damit dazu. Oder kannst du es hier aufräumen? Ja, das geht sogar. Dann mach das mal. Wir brauchen noch ein paar Sturmbären eventuell. Sogar einen Wagen, der die an die Front bringt. Hätte ich ganz gerne. Weil ich glaube, die zusammen mit einem Drachen reichen völlig aus, um ganz gut mit der Map zurechtzukommen. Ja, er wird sich auch schlecht selbst mitteilen können. Ne? Das ist auch wieder ein Problem. Hätte ich halt ganz gerne jetzt gemacht, aber naja. Warte mal, der Pikenier wird wahrscheinlich das sowieso nicht überleben. Aber ich, naja. Gut, so kann er sich jetzt frei entscheiden, ne, was er wählt. Ich glaube, es ist doch besser, wenn wir es so machen. Wirkt doch ganz gut was. Aber spannend machen die es uns schon. 1, 2, 3, 4, 5.
Moment, naja, 5 ist ja dein normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kannst du immer noch hier einsteigen. Sehr gut. Okay, machen wir. Ah, da ist ja noch Ryota drin. Ups. Kannst vergessen. Den hätte ich noch daneben stellen sollen, verdammt. Zum Heilen. Egal. Ich glaube, damit geht auch ein bisschen was. Wie sieht's aus? Ja, ich bin noch in Sicherheit im Wald. Sehr gut. Machen wir. Und hier sollten wir auch eher, glaube ich, vorsichtig sein. Ein Feld geht noch, aber das war's dann auch schon. Alles klar. Gut. Ja, das hier ist natürlich sehr ätzend, sowas. Ja. Aber zumindest kratze ich nicht direkt um. Da passt ja schon alles. Ja, guckt euch das mal an, ne? Das ist massiv. Das ist so richtig massiv. Das sorgt für gewaltigen Ärger, glaube ich, auf Feindesseite. I cut you down. Lul. Meine Güte. Ryota. Da haut er wieder raus, ne? Ja, ich glaube, wir haben das ganz gut unter Kontrolle. Aber jetzt können wir auch wirklich mal massiv durchbrechen. Mit so einem Rio geht das dann mal. Oh, die haben selbst einen. Nein, aber da kann er nicht. Das geht ja gar nicht. Ha, stimmt ja. Aber wartet mal. Nein, 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 nein. Das hab ich, ist voll an mir vorbeigegangen. Mist. Das ist gar nicht gut. Oh oh. Das ist wirklich gerade schlecht. Heil dann unbedingt mal da rein. Warte mal, wenn du von da aus heilst, dann könnte ich da noch jemanden halt zustellen, ja. Uff, das ging voll an mir vorbei. Das ist ganz, ganz schlecht gerade. Hoffentlich habe ich da jetzt keinen massiven Fehler gemacht. Ja, das stellt ein Problem da, ein gewaltiges. Vor allem, ich habe jetzt gerade nur einen Sturmbär hier an der Front. Das ist auch gefährlich. Du kommst im nächsten Zug schon noch ein paar Felder, aber es wird trotzdem dauern, bis du ankommst. Uff. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Backe. Ich hoffe, der überlebt das. Da bin ich mir gerade echt unsicher. Mit 60%, naja. Aua. Komm schon. Du bist ein Kommandant. Naja, gut, man überlebt es tatsächlich. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn in den Schach halten soll. Das wird gefährlicher. Ein Drache gegen Drache geht ja gar nicht, zum Beispiel. Sowas ist nicht möglich. Sturmbären! Das geht leider nur bis dahin, ha? Aber ich könnte zumindest nochmal einen Heal organisieren. Wäre an sich nicht unbedingt so schlimm. Ja, vielleicht können wir auch entsprechend einfach ausstallen gar, ne? Das wird schon gehen. Der hier kommt ja sowieso nicht besonders weit, das ist ja typisch. Müssen wir halt ein bisschen stallen an der Stelle. Dann klappt das schon. Außerdem, ich kann critten. Großer, wichtiger Unterschied. Damit ist der doch schon ziemlich gut erledigt. Ist also doch halb so wild, wie ich dachte. Okay, alles in Ordnung. Nee, passt. Wir sind doch ganz gut versorgt. Halb so wild, Leute, halb so wild. Scheint, als hätten wir doch ganz leicht das Spiel erstmal. Ja, wir können durchaus immer noch aggressiv bleiben, was das betrifft. Und hier erstmal die 83% draufhauen. Halb so wild. 37%. Müsste halt mal kurz einen Sturmbär-Heal nochmal irgendwo raushauen. Ist aber möglichst so, dass es noch ein paar Leute trifft. Das wird hier ein bisschen schwer möglich sein, fürchte ich. Aber mal sehen, für was sich dieser komische Drache dann entscheidet. Nicht auf die Straßen stellen, ganz wichtig. Sonst haben wir ein weiteres Problem. Stelle ich dich jetzt dahin? Wartet mal. Also, nochmal. Unser Kreuz. Maximal bis zu dieser Bergkette dort können wir maximal heilen. Das heißt, ich stelle mal den hier hin. Stell dich dorthin. Hauptsache nicht auf den Straßen. Dann sollte das eigentlich in Ordnung sein. Genau. Das sieht doch gut aus. Wir haben einen weiteren Sturmbären, ganz in der Nähe jetzt auch. Also kein Grund zur Panik, wirklich nicht. Das kriegen wir hin.
So, jetzt haben wir auch mächtig Heal vor Ort quasi. Das passt dann schon. Uff. Ja, ja, die rasten schon aus. Immerhin können wir ein bisschen Crits vorbereiten dann. So, hier mal kurz warten. Ah ja, Zedge wird gleich anscheinend auch angreifen. Da können wir allerdings auch den Weg versperren. Ah, da ist jetzt eine Balliste, Vorsicht. Größte Vorsicht ist geboten, hat er schon klug gebaut. Das allererste wäre sowieso jetzt erstmal den hier zu erledigen. Weg mit diesen elenden Drachen. Gut, ich würde aber sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Das sieht ja auch nicht schlecht aus, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen bisher. Jetzt können wir dann ganz ausrasten. Ich meine, er hat sowieso kaum Maßnahmen ergriffen gegen Flugeinheiten. Könnte auch richtig radikal durchstürmen, wenn ich möchte. Aber wenn Zedge jetzt noch an die Front geht, dann ist das, glaube ich, endgültig im grünen Bereich, um ehrlich zu sein. Sieht für mich zumindest stark danach aus, um ehrlich zu sein. Sind wir mal gespannt, wie wir das regeln. Freue mich drauf. Bis zum nächsten Part, Leute.